Und damit heiße ich euch herzlichst willkommen zurück zu Season After Fall. Hier. Und hier den Baum hoch. Da. Tada. Und der schießt rechts rüber. Ah, okay. Da. Du Lump. Ich dachte, ich müsste das so machen, aber okay. Einmal Schnee schießen, bitte. Skadoosh. Und jetzt kommen wir runter. Haha. Man muss auch immer mal so sagen, ne? Sie haben jedes einzelne... Wir machen das mal kurz. Jedes einzelne Bild mehrfach bearbeitet in verschiedenen Farben. Ja. Den gesamten Hintergrund, alles. Mehrfach. Kurz gucken, wo sich... Komme ich denn an den euren Knopf ran? Ach, geht ein bisschen schneller. Hier komme ich nicht hoch. Hier auch nicht. Verwirrung. Wie komme ich denn hier weiter? Im Herbst? Gar nichts. Lol. Sehr cool. Komm ich hier hoch? Ja, ne? Frühling bitte. Und dann hier mal auf den Knopf drücken, wa? Zack. Und ein neues Bäumchen bitte. Den Wasserspiegel bitte. Stell dir das mal vor, kleine Knospe. Nur noch eine Jahreszeit musst du zum Heiligtum bringen. Dann ändert sich unser Leben für immer. Aber was ist sie? Wir waren ein großartiges Team. Thank you.
Tja, wie komme ich da jetzt weiter? Hallo. Mr. Baum, Sir. Wollen Sie sich hier einpflanzen? Ha. Huh. Wie kriege ich dich dahin? Wo du hin sollst. Nehmen wir mal weiter. Gehen wir ein bisschen darüber. Was passiert mit dir im Winter? Gar nicht. Überlegen. Also ich habe eine Knospe gefunden, die welche fliegen kann. Mit der passiert in den anderen Jahreszeiten auch nichts. Okay, geht's erstmal weiter. Mysterious. Tja. Aha, das gibt Auftrieb. Das ist eine, ja. Na dann, nee, warte mal, anbellen. Hier rüber. Ja, jetzt ist er drüben. Perfekt. Jetzt kann er uns nämlich den Weg nach unten freimachen. Weil der rammt sich ja quasi in den Boden. Der olle Tanzapfen hier. Und... Hopp. Nochmal. Oh. Da müssen wir noch nicht lang, aber das müssen wir danach machen, wenn wir den Sommer hier haben. Dann können wir da den Baum wachsen lassen. Laubwerk. Der Hüter des Sommers ist irgendwo in diesem Stamm verborgen. Wir haben im Sommer oft miteinander gespielt. Letztendlich war es zu einfach. Ich wusste immer, wo er zu finden ist. Es genügt, Geduld zu haben und nicht zu zögern, seine Sprösslinge aufzuwecken. Aufhauen. Okay. Jetzt fliegen die im Kreis. Okay, ich gehe erstmal nach oben. Oh, wir können doch erstmal gucken, ob hier unten noch was ist. Da so. Huch. Hallo? Ah. Hier muss wieder eine Krabbe oder sowas hin. Oder sowas. Erstmal überall umgucken. Viele Ebenen. Hier kann man wieder irgendwas... hier können wir so Glühkäfer hin. Nehmen wir... Haben wir lange keinen mehr von gefunden. Haha, da bist du ja. Mr. Crab, Sir.
Komm an deinen Platz. Los. Schneller. Und hüpf. Und hüpf. Aha. Okay, jetzt haben wir die untere Ebene schon mal fertig. Ich glaube, wir sind jetzt ganz unten durch. Spannend, wie viele wir davon suchen müssen. Gehen wir erstmal nach oben. Also hier jetzt gerade hoch. Obwohl, ich würde schon ganz gerne diese Ebene eigentlich fertig kriegen, aber es sieht so aus, als ob man hier den Baum verlässt. In diese Richtung. Siehste, Gipfel. Da wollen wir noch gar nicht hin. Erstmal noch den Baum fertig. Zum Gipfel geht es dann später. Zack. Reih dich ein, mein Freund. Anscheinend ist der Hüter des Sommers eine riesige Motte. Ich sehe wieder Scheiter. Müssen wir jetzt wieder die Kleinen suchen, hätte ich fast gesagt. Ich bin verwirrt. Einfach mal gar nichts. Das ist ja nicht viel, ne? Aber ich habe da auch nichts rumfliegen sehen oder so. Also, dass man quasi ganz weit nach rechts rüberspringen muss, um da jemanden zu erwecken. Aber wir gucken nochmal nach. Also, ohne am besten runterzufallen, wäre ganz schön. Hui. Sehe nichts. Ah, vielleicht kommt da ja noch irgendwas hin. So, überall diese Glühwürmchen-Dinger. Mist. Hopp. Hi. Ab geht er. Na, ich vermute, einen brauchen wir noch, der da so in diese kleine Lücke passt. Ist ja schon alles schön linear aufgebaut. Also. Man kann sich kaum verlaufen, man weiß, wo man schon war. Ah ja. Naja gut, ich vermute, da müssen gleich die Kollegen Motten-Glühwürmchen rein. Sobald sie komplett sind, gehe ich davon aus, dass sie zu uns kommen. Und dann mal gucken, was passiert, wenn man hier...
Aber wie gesagt, dass wir alles mehrfach bearbeitet haben, ne? Jeden einzelnen Screen, jede einzelne Möglichkeit. Alles musste nochmal gezeichnet werden. So, Mottenfreunde. Jetzt muss ich da wieder runter, wa? Doch nicht. Na gut, gehen wir doch mal runter. Nee. Zack. Huch. Halt, zurück. Was war das? Was ist denn das hier für eine neue Route? Diagonal rechts hoch. Nö. Ist nichts. Und hier vorne sind die Motten. Mal gucken. Nein, es sind Glühwürmchen. Da bist du. Ich hab dich gefunden. Okay. Ich dachte, dass man mit dem Stein da oben noch irgendwas machen müsste. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja auch noch. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel eigentlich geht. Soll hier den Baum sprießen lassen auf der anderen Seite? Den hat wer damals eingepflanzt? Das ist es! Du hast das letzte Fragment. Das heißt, dass wir endlich mit dem Ritual beginnen können. Oh, schnell! Lauf, lauf! Oh, ich kann es kaum erwarten. Fresko des Sommers. Ah, im Sommer schnappt er sich das Wasser. Weißt du, kleine Knospe, du und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Ach, ähnlicher, ja, als du dir vorstellen kannst. Nicht jeder kann am Ritual der Jahreszeiten teilnehmen. Ich muss nach oben. Doch, ich kann wieder hochspringen. Da müssen wir einmal außen rumlaufen. Ich kann es nicht mehr erwarten. Beeil dich und komm zurück. Was passiert wohl? Nee, passiert gar nichts. Brauche ich dich überhaupt nicht? Der hat, glaube ich, vorhin nur. Ja, genau, der hat nur den Baumstamm kaputt gemacht vorhin. Oh, wei, was wird passieren? Das Heiligtum. Wo bist du hin? Ach so, stimmt, ich muss erst ein Stück runter.
Mein Fehler. Und der Weg ist versperrt. Alles ist für das Ritual bereit. Nur du fehlst noch, kleine Knospe. Wird das irgendwie ein riesiger Kopf oder so? Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist, was wir hier tun. Oh oh. Was hast du denn? Ich kann euch nicht mehr voneinander trennen. Ach, nö. Dieser Fuchs hat schon viel zu viel Zeit mit dir verbracht. Na gut, sei's drum. Wenn er nicht gehen will, ist das sein Problem. Wir haben keine Zeit mehr für Ablenkungen. Solange die Fragmente vereint sind, sollte es funktionieren. Oh. Okay. Was passiert hier? Ich hoffe, dem Fuchs ist nichts passiert. Also, fühlst du einen Unterschied? Hat sich etwas geändert? Ich verstehe das nicht. Wieso bin ich noch hier eingeschlossen? Oh, ich muss irgendwo einen Fehler begangen haben. Es liegt an diesem Fuchs, da bin ich mir sicher. Oder vielleicht liegt es auch an dir? Oh, oh. Mann, ist kein Quatsch. Ich hätte es wissen müssen. Du steckst mit den Hütern unter einer Decke, was? Sie Nein. dürfen mich also im Stich lassen. Aber wenn ich beschließe zu gehen, haben Sie was dagegen? Mir doch egal. Ich werde es bald mit einem neuen Ritual versuchen. Und zwar in besserer Gesellschaft. Oh. Verschwinde, kleine Knospe. Oder wer auch immer du bist. Na los, geh schon. Du hast mir nicht im Geringsten geholfen, sondern nur meine Zeit verschwendet. Der Fuchs. Ach nö. Ach komm. Sind offen. Ein Zeichen. Was passiert hier? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Meister Petz, oder? Ohne über die Konsequenzen nachzudenken, hat sie erstmal den Fuchs verletzt, getötet. Meister Petz, da ist er. Thank you.
Es kommt mir so vor, als hätte ich eine Ewigkeit geschlafen. Aber dieser Geruch... Wer hat ein Tier in unseren Wald gelassen? Ein Fuchs? Ja, ich erinnere mich an einen Fuchs. Was könnte ein Fuchs hier wollen? Es ist ziemlich gefährlich für ein Tier wie ihn, in diesen Wald zu kommen. Und er wird es nicht leicht haben, hier etwas Essbares zu finden. Ich bin sehr gespannt, was hier gleich passieren wird. Ja, meine lieben Freunde. Damit beenden wir auch diese wunderschöne Folge. Hoffe sehr, dass es euch gefällt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, was Meister Petz zu uns sagen wird, was er möchte, warum er denn jetzt auf einmal wach ist. Oh wei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.